Zum Schluss noch zum Sport. Den Krisenbayern gelingt in der Bundesliga der Befreiungsschlag. Nach zuletzt 4 sieglosen Spielen präsentierte sich die Nagelsmann-Elf am Abend dann spielfreudig und in Torlaune. Mit 4:0 fertigte der Rekordmeister Bayer Leverkusen ab. Mann des Abends bei den Münchnern war wieder einmal Jungnationalspieler Jamal Musiala mit einem Treffer und 2 Vorlagen.